zurück, meine lieben Horrorfreunde. Wir befinden uns vor der Tür, die den Namen Lynn wahrscheinlich trägt. Und wir sehen, was uns erwartet. Oh mein Gott, es wird nicht besser. Was zum Teufel? Sie erinnerte sich an den Oh mein Gott, sie erinnerte sich an den Vatertag. Und malte mir ein Bild. Ich verstehte sie nicht. Sie ist einfach wie ihre Mutter. Sie verschwendete Zeit mit Bildermalen. Und wir haben es gerade so geschafft, genug zu essen, Essen zu finden, um zu überleben. I turned her crayons into candles, also ich vermute, er hat ihre Wachsfarbe für Kerzen benutzt. Wir brauchen noch mehr Kerzen. In dem Falle, dass der Generator ausgeht. Und es hilft ein bisschen, den monotonen Tagesablauf zu vergessen. Okay. Ich vermute, wir sollen Kerzen besorgen. Oh, diese Soundkulisse macht einen fertig. Das sind Sachen, die ich schon seit Jahren machen wollte. Könntest du mal den Mund halten? Desires I've kept locked in the back of my consciousness. Okay, it's been nearly a year since I've seen a woman and now I realize there's no practical reason to keep those desires locked up anymore. Okay. Oh, können wir uns nicht einfach mal da rein übergeben und oder ertrinken? Furchtbar, die Soundkulisse. Und wir haben 11 Uhr. Was ist denn hier? Hier noch irgendwas? Noch ein Zettel. Okay. Er hat den Code für den Storage Room in etwas, an das er sich ganz einfach erinnern kann. Ja, genau. Erinnern kann. Geändert. Es ist irgendwas mit NNY, der Rest des Wortes fehlt. Okay. NNY. Boah, ich habe eine Gänsehaut, das ist unnormal. NNY. Okay, hier steht nichts drin. Ja. NNY. Boah, halt im Mund, ey. Noch irgendwo ein Zettel. NNY. NNY. Was könnte er sich ganz einfach merken mit NNY? Hm.
fällt jetzt nur Lynn ein, aber das haben wir eingegeben. Und dann verkehrt herum. Wir können es ausprobieren. Dieses Spiel ist so furchtbar. Wir werden gucken. Warum habe ich jemals diesen Generator angemacht? Ich glaube, damit es hier unten Licht gibt, ne? Ach, halt im Mund. Okay. Nur ein Zettel. Ich bin nichts anderes als ein Sack mit DNA. Und existiere, um mehr von meiner Sorte zu erzeugen. Ich heiratete und bekam eine Tochter, weil meine Gene es so wollten. Ich schrieb Bücher. And created because creativity served as survival advantage to my ancient ape ancestor. I built this place, took refuge in it. And spent hours thinking up silly little artificial laws to live by, because my forefathers built cities and societies to allow time and peace to reproduce and to protect their genes. For the genes, dreams, loves, opinion, desires, beauty, innocence, pigments of our collective primordial imagination. Fleeting electrical signals that fire across our synapses for a pointless moment in time. They used to serve a purpose and now they are needless confusion. And here I am, the last man on earth, for all I know, ready to be freed from them. Okay. Also. Er. Ne, ist nichts anderes als ein Sack voll DNA, hat geheiratet und eine Tochter gekriegt, weil es seine Genetik so oder die Natur so voraussieht. Bücher geschrieben, hat versucht kreativ zu bleiben, weil man seit jeher Kreativität als das Mittel der Forschung hält. Er hat dieses Haus gebaut und Stunden damit verbracht. Und beschwert sich eigentlich nur darüber, dass obwohl die Menschheit es geschafft hat, Städte und Gesellschaften hervorzubringen, indem man seine Träume, Liebe, Gegensätze, seine Schicksale, seine Schönheit, seine alles ausleben kann. Und doch sind diese Empfindungen, diese Erfindungen nichts anderes als die Befeuerung einer Synapse in einer derartigen Geschwindigkeit, dass es von keinem Belangen ist, die Zeit davon zu messen. Und wenn er sich jetzt so anguckt, der letzte Mensch auf Erden, dieser letzte Mensch auf Erden, bereit zum Sterben. Passiert jetzt was? Weil hier ist ja sonst nichts. Doch, da ist ein Knopf. Ich glaube, der macht die Luke auf. Nein. Dieser Knopf dann getan. Hallo? Dieser Knopf getan. Wir gehen einmal rauf.
Es ist zwar ein kurzes und einfaches Spiel, ne, aber... Ja, ich wusste es doch, da hinten, das in der Wand, ne? Aber... Es ist so furchtbar unter die Haut gehend. The cellar is freedom. Das Fingerknochen? 2, 4, 6. Okay, dann gehen wir nochmal. Dachte, wir tippen das einfach mal ein. Wahnsinnig. Manchmal muss ich einfach mal weggucken. Okay, wie kriegen wir den auf? Oh, vielleicht müssen wir Freedom eintippen. Hier ist ein kleiner Bug, man muss immer außen rum gehen, ansonsten bleibt man so. Oh, ich wünschte, ich hätte diese Maschine nie angemacht. The cellar is freedom. Das hat sich so angehört. Dann gucken wir noch einmal. Eigentlich wollte ich etwas anderes let's playen. Okay. Ein Zettel. Oh mein Gott. There's only enough food for one. And she's going to die anyway. And I'm free now. Freedom. Hey, wake up. It took the end of all humanity for me to find freedom. Will gar nicht hochgucken. Mein Gott, was hat er getan? Sieht aus, als wäre es aus einem Tagebuch gerissen. Sie ist letzte Nacht gestorben. Ich weiß nicht, ob sie verhungert ist, verdurstet oder durch Blutverlust. Ich habe ihren Körper in die Wälder gebracht. Ihre Finger. Mein Antichrist-Artefakt. Mein Testament zur Moral und intellektueller Freiheit sind in meinem Safe oben. Ich weiß, dass ich nichts Falsches getan habe. Alter, wie bist du denn drauf? The father didn't know where he would come back after all these years, starving and tired. He just wanted to see the cellar one last time. With one last flicker, the flashlight died and he was left in the pitch dark. Okay, ich habe zu spät angefangen zu lesen. Das war's. Das war's. Okay, ich bin auch froh, dass es zu Ende ist. Einmal die Zähne bearbeiten. So, hi. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Es war wirklich furchtbar bedrückend. Muss sagen, es ist kostenlos auf Steam, falls ihr es auch mal spielen wollt. Wobei es sehr kurz ist. Ich glaube, wenn man es gesehen hat, ist das... Aber setzt euch mal dran. Wir haben 11 Uhr, wie in der ersten Folge schon gesagt, ca. 11 Uhr. Und setzt euch um die Uhrzeit mal hin, setzt euch das Headset auf und ihr werdet einfach nur noch wach.
wahnsinnig bei diesen Tönen und diesem Sound und überhaupt. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Mit Ö. Jetzt aber. Tschüss. Mit Ö.